Herzlich willkommen zu dem Interview, auf das ich mich am allermeisten, gebe ich ehrlich zu, gefreut habe, und zwar nach dem Moment, wo er mir zugesagt hat. Es geht um ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Ich hoffe, euch auch. Und es geht um einen Menschen, den ich verehre, weil er eine ganz wunderbare Sprache hat. Er spricht nicht wie ein Akademiker, wie ein Studierter, der das Hirn, unser Gehirn auseinandernimmt und darüber spricht, sondern er spricht, dass wir es verstehen können. Und ich begrüße von ganzem Herzen Professor Dr. Gerald Hüther. Herzlich willkommen, Gerald. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Monika, und auch herzlich willkommen alle, die uns hier zuschauen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Gucken wir mal. Also ich bemühe mich ja ein bisschen immer, das, was aus der Hirnforschung so bekannt geworden ist in den letzten Jahren, so zu übersetzen, dass man es versteht. Und ich bin auch selbst der Meinung, dass wenn ein Wissenschaftler nicht in der Lage ist, das so auszudrücken, was er da so gefunden hat, dass es andere Leute verstehen, dann muss er nochmal in die Schule, dann muss er nochmal irgendwas lernen. Das geht so nicht. Ja? Also nur mit, das ist gut. Fachchinesisch kann man sich in der Welt auch nicht zurechtfinden. Super. Lieber Gerald, es geht mir darum, wir haben ja den Kongress der Entscheidung und ich möchte den Menschen draußen ganz viele Impulse geben, Entscheidungen aus sich selber herauszutreffen und gar nicht so sehr in Ermittlungen, in Google-Recherchen zu gehen, sondern auch aus sich selbst heraus, aus dem Bauch heraus, aus der Intuition heraus zu entscheiden. Und jetzt ist für mich die ganz spannende Frage, wenn wir entscheiden, erstens mal, was geschieht im Gehirn? Und ich würde gerne auch noch wissen, was geschieht im Gehirn, wenn wir rumeiern und wenn wir nicht wissen, wie wir entscheiden sollen, wenn wir keine Entscheidung treffen. Magst du dazu ein bisschen was erklären, damit uns das noch viel, viel bewusster oder klarer wird, was wir da mit uns anstellen, wenn wir das eine oder das andere tun oder nicht tun? Ja, ich glaube, das, was uns am besten zum Verständnis hilft, ist, wenn wir uns nochmal klar machen, das wird in den Hirnforscheruntersuchungen natürlich nie so richtig gesagt, aber alles, was im Hirn passiert, die Art und Weise, wie Nervenzellen feuern und wie die sich miteinander verbinden, wird von einem Grundprinzip bestimmt. Und das Grundprinzip ergibt sich aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und heißt Energiesparen. Also dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt ja, normalerweise fliegt alles auseinander. Und das Leben hat es geschafft, dieses Prinzip der Thermodynamik, dass alles normalerweise sich im Universum gleichmäßig verteilt, auf kleinen Inseln, die wir Leben nennen, zu überlisten. Ja, es nutzt etwas Energie, um selbst eine Struktur aufzubauen, und diese Struktur kann es als Struktur halten, und deshalb kann der zweite Hauptsatz der Thermodynamik diesen lebenden Systemen nichts anhaben. Das ist einfach wunderbar. So. Aber wenn die zu viel Energie verbrauchen, um diese Struktur aufzubauen und aufrechtzuerhalten, dann unterliegen sie dann doch dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, und wer zu viel Energie verbraucht, dem geht es nicht gut. Also im Hirn nicht, die Nervenzellen feuern dann alle durcheinander und über kurz oder lang wird man daran krank und dann stirbt man auch und dann verteilt sich alles, was man an Energie sozusagen in seinen Körperstrukturen gespeichert hat, gleichmäßig im Universum. So, das ist der Gang der Dinge, und das machen nicht nur wir so, das ist interessant, dass das eben auch alle anderen Lebewesen so machen. Eine Zelle macht das so. Ein ganzer Organismus muss immer gucken, dass es energiesparend wird. Wir sehen das bei jedem Ameisenhaufen, der ist so gebaut, dass das nicht so viel Energie verbraucht. Der Vogelflug ist ein schönes Beispiel. Die fliegen hintereinander so, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Also wenn man einmal die Natur unter diesem Gesichtspunkt anschaut, merkt man, überall geht es ums Energiesparen. Und im Hirn auch. Und im Hirn ist immer dann ein Zustand erreicht, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird, wenn da oben, wie wir das so sagen, alles gut zusammenpasst. Also
meine Bedürfnisse kann ich alle stillen, die Erwartungen, die ich habe, decken sich mit dem, was da so eintritt, und Denken, Fühlen und Handeln ist eine wunderbare Einheit. Ich habe einen guten Kontakt zu meinem Körper und dann auch noch zu anderen Menschen und fühle mich da in dieser Gemeinschaft geborgen und fühle mich in der Welt aufgehoben und mit der Natur verbunden und meinetwegen auch noch mit dem Kosmos. Und wenn das alles so ist, dann ist das ein Zustand, in dem alles so richtig gut passt. Und da feuern die Nervenzellen, nennen wir es mal, synchronisiert und koordiniert und nicht so durcheinander. Und das ist enorm energiesparend. Der wissenschaftliche Begriff für diesen Zustand, wo alles passt, heißt Kohärenz. Alles ist sozusagen aufeinander abgestimmt. Und sobald du ein Problem hast, ist Feierabend mit der Kohärenz da oben. Dann geht es drunter und drüber, die Nervenzellen feuern. Es wird nach einer Lösung gesucht, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das braucht eben erstmal einen Haufen Energie. Wenn das geht übrigens dann so, dass meistens kommst du ja an einen Punkt, wo du etwas erlebst, was du nicht erwartet hast. Und da kommt es schon durcheinander da oben. Und wenn du dann nicht irgendwie bald eine Lösung findest, dann breitet sich diese Unruhe noch in die tiefer liegenden Bereiche aus, erreicht dann auch im Hirn die Bereiche, die für die Körperregulation zuständig sind. Und dann spürst du es im ganzen Körper, dass du jetzt mal langsam aus dem Pott kommen musst und irgendeine Lösung finden musst, weil sonst wird es gefährlich. Das ist diese Destabilisierung, die da stattfindet, wenn etwas passiert, was das übersteigt, was du normalerweise so kannst. Und das ist aber etwas, was ständig im Leben passiert. Es gibt diesen Zustand völliger Kohärenz sowieso nicht. Also doch, wenn wir gestorben sind, da passt dann alles. Aber vorher, solange wir lebendig sind, wird es immer eine Störung geben. Und nur wenn ich die Augen aufmache, ist das eine Störung, weil da hinten was ankommt, was vorher nicht da gewesen ist. Und dann versucht das Hirn, diese Störung auszugleichen. Und das, was das Hirn sich dabei dann merkt, das ist nicht das Problem, was aufgetaucht ist, sondern die Lösung. Darüber können wir vielleicht nachher nochmal reden. Aber jetzt stellen wir uns vor, du kommst in eine Situation und weißt nicht genau, sollst du das machen oder sollst du jenes machen. Kannst du dir schon vorstellen, da geht es drunter und drüber da oben, weil das, ja, keine Ahnung. Und man sieht das ja auch im Gesicht dieser Leute, wie sehr die dann verzweifelt nach einer Lösung suchen. Und deshalb ist das dann auch kein guter Zustand und man weiß, jetzt muss ich irgendeine Lösung finden. Und jetzt kommt es, und wie immer die Lösung aussieht, wenn sie nur dazu führt, dass da wieder Ruhe oben reinkommt, ist es eine Lösung, fertig. So. Mhm. Und wenn du keine findest, weil du einfach davon ein Problem gestellt bist, wie jetzt sehr viele Menschen in dieser Zeit, erst mit der Corona-Pandemie und jetzt mit diesem Ukraine-Krieg, dann weiß man ja keine Lösung. Dann ist man in einem Dauerzustand, dann geht es einem nicht gut und am Ende wird man vielleicht davon auch noch depressiv. Und dann findet sozusagen das Hirn selber eine Lösung, indem es dich aus dem Verkehr zieht. Das ist dann auch energiesparend. Wenn es mir zu viel wird mit diesen ganzen Diskussionen und diesen ganzen politischen Hin und Her, dann kümmere ich mich gar nicht mehr darum. Und wenn irgendwelche Probleme im Leben so schwerwiegend sind, dass man sie einfach wirklich nicht lösen kann, erzeugt das einen Zustand von Hilflosigkeit, und das ist die Einstiegspforte in die Depression. Ich muss dazwischen mal fragen, das, was du gerade alles so unendlich anschaulich geschildert hast, findet das ganz automatisch statt? Da habe ich fast keinen Einfluss drauf. Ja, du könntest versuchen, dass gar nicht erst solche bescheuerten Probleme auftauchen. Okay, das ist die eine Geschichte. Das wäre die klügste Variante. Dass du vorausschauend, das können wir ja auch mit unserem Hirn. Wir können ja auch nicht, wir müssen immer warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Wir können vorausschauend gucken, was da auf uns zukommt, und dann eine Lösung suchen, bevor das Durcheinander im Hirn schon eingesetzt hat. Okay, jetzt frage ich aber mal ganz dumm, wie kann ich das denn machen? Ich gucke vorausschauend. Dann habe ich aber alle möglichen Szenarien von A bis Z und komme ich da nicht auch noch genau noch viel, viel mehr in Tüder? Nee, ich glaube, wenn du richtig genügend vorausschauend guckst, dann gibt es da nicht mehr so viele Lösungen. Okay. Also vorausschauend heißt ja, was brauche ich in meinem Leben, damit es mir gut geht? Also wir sind nicht bei selbsterfüllenden Prophezeiungen, sondern wir sind dabei, ich schaue, was... Bei einer sehr viel tieferen Frage, nämlich bei der Ausrichtung, wonach du deine Entscheidungen im Leben
ausrichtest, damit es langfristig gut wird. Okay. Also kurzfristig kann jeder irgendwas entscheiden. Das ist meistens falsch. Und meistens erzeugt es nur wieder neue Probleme. Wenn ich aber langfristig sage, also ich nehme mal jetzt so ein Beispiel und sage, ich möchte einen Mensch werden, der niemals seine eigene Würde verletzt. Mhm. Ach, da habe ich ja sozusagen, das erreiche ich nie, aber ich kann mich jeden Tag daran orientieren und habe dann sowas wie einen inneren Kompass, der mir bei meinen Entscheidungen hilft. Wenn da einer kommt, will mich wieder sozusagen überreden, dass ich das glaube, was er da sagt und dass ich das kaufe, was er mir da anbietet, dann kann ich sagen, das ist unter meiner Würde, dass ich mir hier von so einem Schwätzer irgendwas einreden lasse. Mhm. So, und dann ist es aus, da brauche ich gar nichts zu entscheiden. Ich habe mich sozusagen für etwas entschieden, was mein Handeln leitet. Auf Friedensstifter könnte auch jemand sagen, will er werden. Dann guckt er das in allen diesen Lebensbereichen, in denen er unterwegs ist, wie er da als Friedensstifter beitragen kann. Und das Gerald, ich habe eine Frage, die treibt mich seit ganz langer Zeit um. Was würde passieren, wenn die ganze Welt, die ganze Bevölkerung der Erde einen ganzen Tag an Frieden denken würde und es auch fühlen würde? Ich glaube, dass das nicht geht, weil die Gedanken sind es ja nicht, die die Welt verändern, sondern das Handeln. Also am Ende, wenn du mich fragen würdest, was würde passieren, wenn einen ganzen Tag lang Eltern ihre Kinder nicht mehr zum Objekt ihrer Erwartungen, Belehrungen, Bewertungen und Maßnahmen machen, dann könnte ich dir eine Antwort geben. Und wenn die sich dann auch bemühen würden, niemand anders zum Objekt zu machen, dann könnte ich sagen, ich stelle dir jetzt diese Frage, was passiert dann? Dann würde einen Tag lang jeder Mensch auf der Welt erleben, dass er so, wie er ist, von dem anderen gesehen wird, dass er nicht vor dessen Karren gespannt wird oder von dem über den Tisch gezogen wird und von dem benutzt wird für dessen Absichten, sondern jeder hätte einen Tag wenigstens mal in seinem Leben das Gefühl gehabt, dass er aus sich selbst heraus bedeutsam ist und einzigartig und dass das auch so sein darf, ohne dass er Angst haben muss, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und würde das auch einen Einfluss auf das Kollektive haben, wenn wir einen Tag solch eine Maßnahme durchführen würden? Es ist rein theoretisch, weil das würden wir ja niemals hinbekommen, weil Menschen und das Verhalten von Menschen ja nicht von irgendwelchen Entschlüssen geleitet wird, sondern das Verhalten wird, im Deutschen haben wir dafür dann auch das schöne Wort, von der inneren Einstellung und der Haltung bestimmt. Okay. Die meisten Menschen haben eine Haltung, die ist nicht geeignet, um sie auch nur einen einzigen Tag dazu zu bringen, dass sie andere Leute nicht vor ihren Karren spannen. Okay, ja, ich verstehe. Alles klar. Wenn es aber ginge, vielleicht noch so viel, dann würden Menschen auf der ganzen Erde zumindest einen Tag mal diese andere Erfahrung machen. Und die wäre so schön, dass die nicht aufhören würden, das wieder zu suchen und würden es möglicherweise in ihrem kleinen Kreis, in ihrer Familie und dort, wo sie es können, überall kann man sowieso nicht, aber dort, wo sie dann selbst wirksam werden können und mit anderen in Kontakt treten, dann würden sie versuchen, es so zu machen, dass diese beiden Personen sich nicht sozusagen wie Objekte benutzen und austauschen, sondern dass die einander als Subjekte begegnen. Mhm. Und die schönste und netteste Form, einem anderen Menschen als Subjekt zu begegnen, ist, indem du ihn anlächelst. Mhm. Ja, und aus diesem Lächeln, da bleibt ja was. Wenn man merkt, da ist jemand, der sieht einen und der meint es auch gut mit einem, vielleicht mag er einen sogar. Das ist das, was wir mit so einem Lächeln zum Ausdruck bringen. Und das würde Gerald, das wir kriegen fast immer, wenn wir es tun, ein Lächeln zurück. Also weil ganz häufig, Menschen, sagen wir mal. Weil im Grunde genommen alle Menschen Sehnsucht nach diesem Angenommensein haben. Mhm. Und das ist dieses Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Geborgenheit in einer Gemeinschaft. Und weil das so oft verletzt wird, ist es dann für alle Menschen ein tiefes Glück, wenn es mal zumindest einen Moment lang nicht so ist. Das ist doch eine wunderbare Entscheidung, uns dafür zu entscheiden, einfach lächelnd durch unser Leben zu gehen, in unseren Tag zu gehen. Also finde ich ein wunderbarer Impuls. Ja, das wird jetzt aber komplizierter. Das würde dich jetzt auch nicht so sehr freuen, weil dass du dich dazu entscheidest,
würde ja heißen, du kommst aus rationalen Überlegungen zu dem Schluss, dass es ganz günstig wäre, andere Leute anzulächeln. Das machen die in den USA so. Okay. Das ist dort fast eine Kultur. Da wird immer zu, how nice and how beautiful and so. Und das ist Affekthascherei und komisches Gehabe. Die bilden sich ja auch ein, dass man Empathie lernen kann in Trainingskursen. Was du bräuchtest, damit du ein Mensch bist, der lächelnd durchs Leben geht, ist, du brauchst eine innere Einstellung, eine Haltung, die dich lächeln lässt. Mhm. So, wenn du die nicht hast, nützt kein Training was und auch keine Anstrengung und auch keine Entscheidung. Okay. Und wenn du die aber hast, ja, wenn du so eine bist, die also liebevoll auf andere Menschen immer wieder zugeht, da brauchst du dich auch nicht zu entscheiden, weil du hast dich ja schon mal viel früher dafür entschieden, liebevoll zu sein. Jetzt haben wir den Bogen gespannt und du merkst, wo ich hin wollte mit diesem Vorausschauend. Ja. Vorausschauend ist es sicherlich günstig, wenn man sich so die ganze Lebensspanne anguckt, sich mal zu fragen, was für eine Frau ich eigentlich werden möchte. So, und dann habe ich eine Schnur, an der ich so entlang gehen kann. Und dann fallen alle Entscheidungen, die werden dann von diesem inneren Leitbild bestimmt. Okay. Eigentlich gibt es da auch wieder gar nicht mehr so viel zu entscheiden, weil wenn das Leitbild sozusagen so ist, total kannst klar. du dich ja nicht plötzlich als Friedensstifter, der du doch innerlich bist, wirst du niemals was tun, was Hass und Konflikt in die Welt bringt. Genau. Gerald, ich möchte noch ganz, ganz wahnsinnig gerne auf das Thema, du hast es gerade angesprochen, Kinder zu sprechen kommen. Was machen denn Entscheidungen mit den Kindern? Also die Eltern treffen Entscheidungen und sie treffen sehr häufig richtige, aber auch sehr häufig überhaupt keine richtigen. Und du bist ja der Anwalt der Kinder und beschäftigst dich ja sehr viel damit. Magst du da noch was zu sagen, was wir da unbedingt berücksichtigen sollten? Was wir wissen sollten? So, das ist ein ganz schwieriges Feld, weil wenn Eltern für sich einen Weg gefunden haben, wo sie liebevoll mit sich selbst umgehen, und vielleicht so unterwegs sind, dass es ihnen ein inneres Bedürfnis ist, immer dafür zu sorgen, dass es anderen auch gut geht. Wenn sie jemand sind, der nicht von den Kindern was haben will, nämlich Liebe und Zuneigung und Bewunderung oder was auch immer, sondern wenn sie davon ausgehen, dass sie so stark in sich ruhen, dass sie den Kindern was schenken können, dann ist alles in Ordnung. Dann braucht man da gar nicht viel zu entscheiden. Die meisten Eltern, fürchte ich aber, brauchen ihre Kinder. Und da wird es problematisch, weil dann sollen die Kinder dann auch es zu irgendwas bringen. Also die sollen dann auch sich in der Welt zurechtfinden. Und viele Eltern haben eben auch gerade in unserer heutigen Zeit große Angst, dass die Performance des Kindes nicht so ist, wie das aus ihrer Sicht sein soll. Und dann fangen die an und machen an dem Kind rum und schicken es von einem Förderkurs zum nächsten. Und dann werden die Kinder sozusagen ständig begleitet und überall wird aufgepasst, dass alles richtig läuft. Und da kann ich nur sagen, liebe Eltern, das ist der Weg in die Psychopathologie, macht so weiter, aber ihr werdet mit so einem Kind nicht glücklich werden. Nur um es mal so auf die Spitze zu treiben, kluge, weitsichtige Eltern, die vorausschauend denken, die ahnen ja, dass das nicht gut sein kann oder dass es unbedingt nötig ist, dass ihr Kind möglichst viele Probleme hat. Weil es ja nur, wenn es ganz viele unterschiedliche Probleme hat, es auch lernen kann, ganz viele unterschiedliche Probleme auf jeweils unterschiedliche Weise zu lösen. Oh. So, wenn ein Kind kein Problem hat, weil ich als Eltern versuche, alle Probleme beiseite zu räumen, führt das dazu, dass das Kind sozusagen, ja, wie ein Kind, dem man alle Steine aus dem Weg räumt, das lernt nicht, wie man über Steine hinwegsteigt. Mhm. Und deshalb wäre es sozusagen, umsichtige Eltern würden sich entscheiden, dem Kind möglichst viele Probleme zu machen. Aber bitte nur solche, die das Kind auch lösen kann. Also die eigenen Probleme, die die Eltern mit sich rumschleppen und die in ihrer Beziehung miteinander haben, gehört nicht zu dem, was die Kinder an Problemen haben sollten. Das sind dann zu schwere Probleme. Das ist Mist. Die können die Kinder nicht lösen und dann verzweifeln viele Kinder daran. Aber gar keine Probleme oder zu wenig Probleme haben, ist auch Mist.
Weil dann kann man nicht lernen, wie man Probleme löst. So. Und jetzt ist dies die Kunst der Eltern, rauszufinden, was denn sozusagen von ihnen alles gemacht werden könnte, um dem Kind immer wieder die Situation vor Augen zu führen, dass es ein Problem gibt. So. Und da merkt man jetzt, oi, wenn ich da mal so eine Grenze einziehe und sage, bis hierher und nicht weiter, das ist ein Problem. Ja? Dann muss das Kind nachdenken, wie es das löst. Ja. Und wenn ich dem Kind sage, ich weiß das auch nicht, wie das mit deiner Matheaufgabe geht, das muss man mal irgendwie, ich kann dir ein bisschen helfen, wir können mal gucken, ob wir irgendwo rauskriegen, aber ich habe keine Ahnung. Mhm. Und dann muss das Kind ran und muss versuchen, das zu lösen. Und so kann man, ja, Tisch decken. Wozu muss denn immer die Mama den Tisch decken? Das kann doch auch das Kind machen. Sonst gibt es halt nichts zu essen. Mhm. Und abräumen auch. Und das alles in die Spüle stellen oder wieder sauber machen, in den Schrank räumen. Das sind alles kleine Probleme, die man seinem Kind bereiten kann, an dem es lernt, wie man Probleme löst. Mhm. Ich habe aber auch festgestellt, teilweise auch in meiner Arbeit mit den Menschen, dass viele Eltern von ihren Kindern, ich sage mal 5 Jahre alt, 8 Jahre alt, vielleicht 12 Jahre alt, egal wie, dass die sich verhalten sollen wie Erwachsene. Also die gehen mit ihnen um, als wenn sie einen Erwachsenen vor sich haben. Und ich finde, dass da wird dieses Kindliche, das kindliche Sein, das wird fast von ganz vielen, wird das einfach ignoriert. Ich meine, Kinder sind ja auch, da kannst du viel mehr zu sagen als ich, auf der Gehirnebene ja auch noch in einem ganz anderen Zustand als Erwachsene. Da ist ja noch eine ganz andere Frequenz, die da schwingt. Ich hoffe, das ist richtig, was ich sage. Und somit sind die in einer ganz anderen Wahrnehmung. Und ich finde, da sind viele Kinder komplett mit überfordert, was die Eltern da von ihren Kindern erwarten. So kann man es betrachten, man kann es aber auch umgekehrt betrachten. Man kann auch sagen, die Eltern sind ja durch so einen Prozess von Erziehung selbst schon durchgegangen. Die haben gelernt, wie notwendig das ist, dass man sich an die Anforderungen, die andere Leute so haben, und an die Erwartungen, die andere haben, anpasst. Die haben gelernt, in der Schule stille zu sitzen und alles das zu machen, was der Lehrer sagt. Und dann später auch im Beruf haben sie gelernt. So, und dann sitzen sie wie in so einem Hamsterrad und funktionieren und glauben jetzt, es käme darauf an, dass ihr Kind auch gut funktioniert. Weil das ist ja ihre eigene Lebensstrategie gewesen. Okay. Das heißt, sie haben sich im Laufe ihres Lebens verwickelt, haben zwar irgendwie manchmal sogar, das ist dann noch schlimmer, damit auch noch Erfolg gehabt, sind jetzt irgendwie Unternehmer oder Manager oder Entertainer oder was weiß ich was. Sie stehen auf einer großen Bühne und da würden die, aber die sind nur auf die Bühne gekommen, weil sie sich immer wieder an die Erwartungen angepasst haben, die ihr Publikum sozusagen hatte. Und wenn man so erfolgreich ist mit der Art und Weise, wie man versucht, die Probleme des Lebens zu lösen, dann kommt man aus den dabei gefundenen Lösungen ja gar nicht wieder raus. Mhm. Und wenn solche Leute dann Kinder erziehen, dann übertragen die natürlich ihre Lösung, weil sie die ja für richtig halten, vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch damit erfolgreich gewesen sind, auf die Kinder und zwingen die dann, ja, die bringen diese Kinder in eine Situation, wo sie merken, wenn ich nicht die Erwartungen meiner Eltern erfülle, dann mögen die mich nicht mehr so richtig. Und dann ist schlechte Stimmung und dann werde ich nicht lieb gehabt. Und deshalb müssen die gar nicht so Druck machen. Das reicht schon, wenn die deutlich machen, was sie von dem Kind erwarten. Und das Kind passt sich dann an diese Erwartungen an und verwickelt sich dann auch. Also ist dann auch ein Kind, was zunehmend das verliert, was es eigentlich ja mal mit auf die Welt gebracht hat. Unbändige Freude am Entdecken und Gestalten, spielerisches Ausprobieren von allem, was nur irgendwie geht, eine Offenheit, wie wir sie als Erwachsene schon lange nicht mehr haben. Und dann auch noch diese Vorurteilsfreiheit, dass die auf alles zugehen, was es da so gibt. Also im Grunde genommen müssten Eltern sich ja hinstellen und auf die Knie fallen vor ihrem Kind, weil es ihnen zeigt, was das lebendige Leben eigentlich bedeutet und wie sehr sie sich schon selber im Bemühen, immer gut zu funktionieren und nichts falsch zu machen, stranguliert haben, eingewickelt haben. Und das ist dann auch hirntechnisch so, da werden die Bereiche, aus denen so die Entdeckerfreude und die Sinnlichkeit und die Erotik und was da alles so oben rauskommt, die werden dann so lange weggehemmt, bis sie nicht mehr
spürbar sind. Dann ist die Entdeckerfreude futsch. Und dann, wenn die Entdeckerfreude hinreichend da oben weggehemmt ist, dann kann ich ja auch wirklich alles das machen, was mir andere Leute sagen. Das musst du so und so machen. Und das kann kein Kind kann das eigentlich. Weil das will es immer so machen, wie es selber denkt, wie es das machen will. Und da, wenn man dann so Kinder hat, die so brav auf dem Stuhl sitzen und alles machen und die Eltern sind dann noch ganz glücklich darüber, dass sie so ein braves Kind haben, da müssen eigentlich alle Alarmglocken angehen, weil das Kind hat viel von seiner Lebendigkeit im Hirn eingewickelt und weggehemmt. Und das ist dann nicht so ganz leicht, dass das wiederkommt. Es gibt Kinder, das wollte ich dich gerade fragen. Kann das wieder geweckt werden? Kann ich das wieder? Ja, es ist ja nicht weg. Es ist nur so weggehemmt. Ja. Die Hemmung könnte auch wieder sich auflösen, aber dazu müsste dieses Kind oder später der Erwachsene auch noch mal eine Erfahrung machen können, dass er wieder Zugang kriegt zu diesem verdrängten und verkümmerten und eingewickelten Bereichen. Mhm. Das passiert ja manchmal, also dass man durch eine schwere Lebenskrise kommt und da haut es einem die Füße weg und dann kommt man wieder zur Besinnung. Also sprich, man kommt wieder in Berührung mit dem, was man da in sich selbst alles unterdrückt hatte. Manchmal ist es auch sowas wie eine Sternstunde, wo man plötzlich merkt, wow, da geht ja noch was. Und was eben immer geht, ist, dass man einfach mal fortan versucht, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das geht immer. Und da merkt man so jeden Tag, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man sich selber fragt, ob das, was man jeden Tag tut, einem auch gut tut. Und wenn das nicht so ist, dann kann man manchmal nicht gleich alles verändern, aber man kann Bereiche in diesem Tag für sich selber schaffen, wo es einem gut tut. Nebenbei gesagt, das kann sogar ein Häftling im Knast, der kann immer mit dem Kopf gegen die Wand rennen oder er kann sich auf die Pritsche setzen und sich fragen, ob es nicht irgendwas in dieser misslichen Situation gibt, was er tun könnte, was ihm ein bisschen Freude machen würde, was ihm gut tut. Und da fällt dem auch was ein. Also man kann Schach spielen, man kann im Kopf singen, man kann sich Märchen erzählen. Also es gibt ja so viele. Man kann tanzen, eine tolle Musik hören, die man mag. Im Knast nicht so gut, aber man kann sich. Ja, gut, okay, im Knast. Gerald, als ich dich gefragt habe, ob ich dich für dieses Interview gewinnen darf und kann, da hast du mir die Zusage gegeben und hast von einem Buch berichtet, was du geschrieben hast, was im September auf den Markt kommt. Wir informieren uns zu Tode und du hast mir einen kleinen Auszug daraus geschickt und ich bin komplett geflasht gewesen, weil dieser Auszug einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Entscheidungen bringt und gibt, als ich das jemals in meinem Kopf hatte. Eine ganz neue Perspektive. Und ich bitte dich, wenn du magst, ob du da noch mal ein bisschen was zu sagen könntest. Zunächst sage ich was zu den Gründen, weshalb ich ab und zu ein Buch schreibe. Das ist ich habe als die Corona-Pandemie losging, habe ich mich gefragt, was ist denn hier los, und habe ein Buch geschrieben über Wege aus der Angst. Weil das habe ich gespürt, als diese Corona-Meldungen kamen. Jetzt rennen die Leute massenhaft in die Angst. Und dann habe ich aber gespürt, dass das auch nichts hilft, wenn man im Buch schreibt, Wege aus der Angst. Da muss ich auch sagen, wie es wirklich geht. Und deshalb, Lieblosigkeit macht krank, ist dann auch ein Bedürfnis gewesen, das mal hinzuschreiben. Wenn ihr, liebe Leute, nicht irgendeinen Weg findet, liebevoll mit euch selbst umzugehen, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, dass es so viele Kranke gibt. Das kann auch mal eine Infektionskrankheit geben, das gehört mit dazu, aber selbst da ist es so, dass der Körper normalerweise Abwehrkräfte hat und in der Lage ist, das zu kompensieren. Und vorausschauend, wenn wir in der Lage wären, vorausschauend zu denken, dann würde auch niemand so dick und würde so viele Beschwerden schon vorher haben, dass er ein leichtes Opfer für so ein Coronavirus ist. Also da muss man dann auch manchmal ein bisschen sich fragen, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Und jetzt, das ist einfach eine komische Gesellschaft geworden. Und es gab mal ein Buch in den 70er Jahren, Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode.
Und ich habe ja diese 70er, diese Zeit damals noch miterlebt. Und das stimmt, das war damals eine Zeit, wo die Leute gedacht haben, es käme darauf an, dass man sich immer zu amüsiert. Das war diese, die haben einmal vorm Fernseher gesessen, diese ganzen Belustigungssendungen angeguckt. Und dann wollten sie überall hinreisen und es sollte immer zu was stattfinden. Und also der Lebenszweck der meisten Menschen war Amüsement. Mhm. Und da hat er gesagt, Leute, so kann man nicht leben, weil das wird nichts. Man kann sich nicht immer nur hier mit Freizeit beschäftigen und sich amüsieren. So geht eine Gesellschaft den Bach runter. Und dann hat sich da ja auch einiges geändert. Also Amüsement ist heute nicht mehr angesagt. Natürlich noch bei einigen, aber im Grunde genommen ist ein völlig anderer Zeitgeist jetzt angebrochen. Und der heißt, ich muss mich über alles ganz genau informieren, damit ich überall Bescheid weiß und damit mir bloß nicht was passiert. Also Kindererziehung, die lesen Ratgeber bis zum Umfallen, weil sie alles richtig machen wollen. Persönlichkeits, wie sie das nennen, Entwicklung, da wollen sie also alles ganz tolle Typen werden, dann müssen sie ständig im Internet nachgucken, wie das andere machen und für alles gibt es irgendwelche Ratgeber und ich will das nicht weiter ausdehnen, aber die Tatsache, dass es so viele Menschen gibt, die einen Großteil ihrer Zeit nur noch damit zuzubringen, zu gucken, was es alles in der Welt gibt und ihre Weisheiten in die Welt hinaus zu posaunen. So eine Zeit hat es noch nie gegeben. So, und das führt dazu, dass das Wichtigste, was wir Menschen haben, nämlich dass einer dem anderen mitteilt, wenn was Wichtiges passiert ist, unter die Räder kommt. Man kann das Wichtige vom Unwichtigen nämlich gar nicht mehr unterscheiden. Jeder bläst seine Botschaft mit sonst was für Methoden auf, dass also alle auch unbedingt hingucken, aber das kann völlig unwichtig sein. Und dabei geht das Wichtige möglicherweise verloren und das ist tödlich für eine Gesellschaft. Und dann habe ich mich mit einem Journalisten hingesetzt und wir haben so ein Buch geschrieben, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe viel dabei gelernt, unter anderem auch, warum sich so viele Leute so intensiv informieren, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen. Dann stehen sie vor irgendeinem Problem und dann wollen sie sich informieren und denken, dass wenn sie jetzt gut informiert sind, dass sie dann eine gute Entscheidung treffen. Dann machen wir es ganz einfach an der Waschmaschine. Ich habe da zwei Modelle und weiß nicht, welches ich kaufen soll. Dann muss ich mich ja entscheiden. Und da wird man natürlich sinnvollerweise über die einschlägigen Informationsquellen sich das beisammensuchen. Und dann gibt es also, wenn die Computer gut gefüttert sind und da alles drin ist an Daten, was ich brauche, sagt mir der Rechner, welche dieser beiden Waschmaschinen für meinen Zweck der richtige ist. Und dann sagen die Leute, dann entscheide ich mich für dieses Modell. Nee, das ist gar keine Entscheidung, was die treffen. Das hat der Computer gemacht. Mhm. Also sie müssten eigentlich sagen, dann entscheide ich mich dafür, dem Computer zu glauben, dass er gut gerechnet hat. Das ist ja auch blöd, weil da haben sie sich ja vorher schon entschieden, dass sie dem glauben wollen, weil sonst hätten sie ihn ja gar nicht eingesetzt. Mhm. Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche, bis hin in die, also überall versuchen wir eine Entscheidung dadurch zu ermöglichen, dass wir uns gut informieren. Und jetzt heißt die richtige Antwort auf dieses Phänomen, und je besser wir informiert sind, desto sinnloser ist es noch, eine Entscheidung zu treffen, weil dann hat sich das schon entschieden anhand der vorhandenen Datenlage. So, die Datenlage hat entschieden, ich treffe keine Entscheidung, ich folge eigentlich nur noch diesem analytischen Berechnungsergebnis. So, und das geht bis in die Politik, auch die wollen ja nicht so gerne Entscheidungen treffen und müssen dann eben, und das machen die immer häufiger, bei der Corona-Situation hat man das besonders gut gesehen, die merken, sie kommen unter einen Entscheidungsdruck. Der wird dann durch die Medien erzeugt, den müssen jetzt, also machen sie doch mal und ganz schnell. Und was macht denn so ein armer Politiker, wenn er nicht weiß, was er machen soll? Der sagt sich, da muss doch ein Experte da sein, der für sowas, Virus und so. Und dann fragen wir doch die Virologen. Haben sie auch alle gemacht. Und dann sagen die Virologen, was sie aus ihrer virologischen Perspektive sagen können. Und dann sagt der Politiker, ich entscheide. Nee, der folgt wie wir dem Taschenrechner und dem Programm da, folgt der Politiker den Empfehlungen dieser Experten. Der entscheidet auch nichts mehr. Im Gegenteil, der begründet seine Entscheidung damit, dass es keine Alternative gibt. Da gab es mal eine Kanzlerin, die hat immer gesagt, das ist alternativlos. Ja, klar.
Das heißt, das auf den Punkt gebracht heißt, dass wenn es möglich ist, sich über einen Sachverhalt so viel Daten zu sammeln und miteinander zu vergleichen, dann gibt es nichts mehr zu entscheiden, sondern dann ist es immer die Datenlage, die das Ding sozusagen nach der einen oder nach der anderen Seite gewichtet. Also im Endeffekt eine richtige Fremdsteuerung, was die Entscheidung angeht. Ja, ich überlasse eigentlich die Entscheidung dem Gerät und den Daten, mit denen es gefüttert ist. Das ist ja für uns nicht so ganz durchsichtig, ob die uns wirklich die richtigen Daten da reingesteckt haben. Das wollte ich auch gerade noch sagen, denn ja, das könnte aber auch. Aber am Ende verlasse ich mich auf das, was da an sogenannten objektiven Daten vorliegt und wie er das berechnet. Und dann gibt er mir also eigentlich etwas vor. Das ist dann etwas, wo ich müsste schon sehr hartnäckig sein, wenn ich das anders mache. Dann würde ich mich den objektiven Sachverhalten widersetzen. Wenn ich nicht das mache, was objektiv eigentlich richtig wäre nach diesen Berechnungen, da wäre ich was wäre ich denn, ein Querdenker? Ich weiß gerade. Ja, also dann würde ich ja was machen, was total blöd ist. Ich halte mich nicht an die, ich tue etwas, was eigentlich falsch ist, ja. So, das ist jetzt, und jetzt kann man fragen, okay, also wenn es in diesem Bereich, wo Entscheidungen aufgrund von Datenlagen getroffen werden müssen und das so ist, dass das einfach nur noch von der Datenlage abhängt, wie die Entscheidung ausfällt, dann kann man sagen, in diesem Bereich des menschlichen Daseins gibt es eigentlich gar nichts zu entscheiden. Da geht es nur darum, eine vernünftige Datenlage zu schaffen, die dann für uns entscheidet. Und wir sagen nur noch, ja, okay. So wie der Politiker den Virologen. Ja, mach mal so. Alternativlos. Kaufe diese Waschmaschine. Und dann wird es interessant, weil es gibt im Leben auch Bereiche, die kann man nicht berechnen. So, also mit welcher Frau ich mein Leben verbringen will als Partnerin. Da kann ich einspeisen in den Computer, was ich will. Was der vielleicht für mich noch hinkriegt, ist rauszukriegen, welche Frau mir für eine Nacht genügt. Das ist dann Parship und sowas. Das gibt es ja auch. Ja, dann wird dieses gematcht. Und dann sagt er, von den 200, die du da hast, ist das die richtige. Da brauche ich mich auch wieder nicht zu entscheiden, aber da wird es ja die Nacht dann entscheiden, ob es richtig ist. Also schwierige Entscheidung, was ich für einen Beruf ergreifen will, wie ich mein Leben gestalten will. Einfach, worum ich mich in meinem Leben kümmern will, das geht alles überhaupt nicht zu berechnen. Das ist sozusagen außerhalb jeder Berechenbarkeit, weil das etwas sehr Persönliches ist. Der Einzige, der das weiß, bin ich. Das kann kein Rechner für mich wissen. Das ist nicht objektivierbar, das ist zutiefst subjektiv. Und das ist gespeist durch meine bisherigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch durch die Lösungen, die ich bisher gefunden habe, durch die inneren Einstellungen und Haltungen, die ich daraus abgeleitet habe und verinnerlicht habe, durch das Weltbild und das Menschenbild, was ich für mich selbst so herausgebildet habe. Und an diesen ganzen nicht so präzisen und gar nicht berechenbaren individuellen Gegebenheiten kann ich dann mich fragen, was ich eigentlich will, ob ich so mache oder so. Und da merkt man dann, das geht jetzt mit dem Verstand auch nicht mehr. Da würde man ja, ja, wenn ich jetzt versuche, wieder meinen Verstand einzustellen, fängt der sofort wieder an mit objektiv. Ist das die richtige Frau? Willst du wirklich so eine oder willst du lieber so eine? Geht nicht. Muss auf das hören, wo die Leute immer sagen, das ist das Bauchgefühl. Und die Intuition. Oder das Herz? Das Herz ist deshalb so interessant, weil es das Organ ist, was wir haben, was in höchstem Maße durch Imbalancen zwischen die im Hirn auftreten und die sich dann als eine Verschiebung der Aktivität von Sympathikus und Parasympathikus dann äußern, dann ist aus dem Gleichgewicht gekommenen Regulationssystem Sympathikus, Parasympathikus das Herz am stärksten betroffen. Und deshalb spüren wir immer das im Herzen. Das ist nicht das Herzgehirn, sondern das Herz ist unser Monitor, der uns sagt, dass in der Birne was nicht stimmt. und zwar kann man es sogar noch präzisieren. Nicht mit in der Birne, ist natürlich frech gesagt, aber was da wirklich nicht stimmt, ist,
wir kriegen immer dann Herzschmerzen, wenn unsere bisherigen Beziehungen, die wir haben und die uns wichtig sind, in Frage gestellt sind. Das kann aber auch die Beziehung zu mir das Herz. Ja. Ja, das kann aber auch die Beziehung zu mir selber sein. Ja, ja, das ist die Beziehung zu mir selbst. Das ist aber wenn der Partner dich verlässt, dann bricht es dir das Herz. Oder wenn du in eine Situation kommst, wo eine Prüfungssituation, dann schlägt dir das Hals das Herz bis zum Hals. Absolut. Das heißt, das Herz reagiert extrem stark auf solche, nennen wir es mal, Störungen oder Beglückungen, die im Zwischenmenschlichen auftreten können. Und deshalb sind inzwischen auch die Kardiologen so weit, dass die jemanden, wenn der dauernd durch solche Störungen der Herztätigkeit, die durch eine Störung der Regulation der Herztätigkeit ausgelöst werden, dann machen die nicht noch einen Stent und noch eine Operation und noch irgendwas, sondern die schicken den zum Psychologen und sagen, du musst mal deine Beziehung klären. Also kann sein, dass wenn du mit deiner Partnerin da wirklich mal irgendwie eine vernünftige Ebene gefunden hast, dass dann deine Herzprobleme aufhören. Weil sonst kommst du hier immer wieder und wir haben schon den 12. Stent gelegt, das wird jetzt auch nicht mehr besser. Ja, es gibt ja auch nicht umsonst diesen Begriff Broken Heart, ne? Also dieses gebrochene Herz, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind. Wir haben das im allgemeinen volkstümlichen Sprachgebrauch. Okay. Das ist ja auch richtig. Ich habe da auch kein Problem damit. Es ist ja gut, dass es einzelne Organfunktionen gibt, die bei bestimmten Belastungssituationen uns ganz besonders deutlich signalisieren, dass da jetzt mal was gemacht werden müsste. Es ist eine Inkohärenz, die sich aber für uns am stärksten als im Bereich des Herzens bemerkbar macht. Mhm. Ja, da können wir spüren. Und deshalb ist gut, auf seine Organe zu hören. Mhm. Und da gibt es so andere Inkohärenzen, wenn man so in seiner Gestaltungsfreiheit eingeengt wird. Und dann kriegen die Leute häufig, also nicht nur so eine ganz furchtbare Haltung, dann werden die so eingeklemmt, das sieht man dann schon in der Körperhaltung. Das scheint auch irgendwie stärker so auf die Galle zu gehen. Ne? Also irgendwann haben sie dann Gallensteine und dauernde Gallenentzündung und so etwas. Irgendwie ist die Galle ein Organ, was besonders darauf reagiert, dass man immer das Gefühl hat, dass man das machen muss, was andere von einem wollen und man nichts frei entscheiden kann. Schlägt mir auf die Galle. Da sind wir aber wieder. Ich finde, das ist jetzt ein richtig toller Bogen, der da geschlagen wurde. Gerald, es war einfach ganz großes Kino, was du gegeben hast. Chapeau von meiner Seite. Gibt es noch irgendetwas? Ich frage es jeden, den ich ein Stück weit dann verabschiede. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest? Gibt es noch einen Impuls, den du noch irgendwie hast, wo du sagst so, Leute, das müsst ihr unbedingt berücksichtigt es oder entscheidet, wie auch immer. Also du merkst ja, wie ich auch versuche, deshalb wird das auch ein anderes Gespräch, was wir führen. Ich versuche natürlich andere oder mein Gegenüber nicht zum Objekt meiner klugen Kenntnisse und meiner Belehrung und meiner Ratschläge zu machen. Insofern bin ich da am Ende ein bisschen überfragt und würde lediglich sagen, Leute, die ihr das jetzt angeschaut habt, das war total lustig. Das ist so locker und flott mit der Monika dahergegangen. Und guckt es euch nochmal an. Da steckt viel mehr drin, als ihr ahnt. Und das kann sein, dass ihr da auf so eine Entdeckungsreise geratet, wo ihr dann nochmal ganz grundsätzliche Dinge hinterfragt, die ihr bisher für selbstverständlich gehalten habt. Mhm. Und dann könnte es passieren, dass ihr auch erkennt, dass wir in dieser Gesellschaft uns mit Themen beschäftigen, die sind völlig unrelevant. Ja, absolut. Es scheint fast so, als wollten uns die Medien mit ihrem Gewäsch daran hindern, zu den entscheidenden Fragen vorzudringen. Das ist eine schöne Hausaufgabe. Alles Gute. Das ist ein super, super Schlusswort. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen und ich gebe die Worte jetzt 1:1 weiter. Schaut bitte ganz genau hin. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.